Hallo, hallo, hallo und willkommen zurück zum dritten Part von Super Mario Bros. 3. Wir sind im fünften Level der zweiten Welt und der Kettenrunter rastet aus. Guckt euch den an. Ich riskiere es da jetzt nicht, zu den Blöcken zu gehen und gucken, ob da ein Item ist. Nee, ich gehe wieder so weiter mit meinem Pilz. Da war nichts. Wow. Ich kann da jetzt auch runter. Nö. Moment, doch. So. Hier ist nichts. Ach. Da ist nur eine Münze. Aha, eine Ranke, wo führt die hin? Ist hier vielleicht ein Secret? Ach, scheiße. Fall ich da runter? Und, also da war eine Röhre. Wo führt sie hin? Aha, okay. Ich dachte jetzt, da wäre ein P-Switch, aber da war nichts. Ah, okay. Tanuki, sehr schön. Und hier ist gleich noch einer. Ah, hier ist das Ziel. Sehr schön. Dann geht's jetzt zur Pyramide und wir haben wieder einen Pilz. Na toll. Aber wir sind ja nicht gelaufen. Wir sind angeflogen. Und dann geht's zum Castle. Och. Tschüss. Das machen wir doch so. Schon viel besser. Die Entwickler haben aber hier mit den Tanukis nicht gespart. Ich meine, das war das allererste Spiel, wo der Tanuki aufgetaucht ist. Ach komm, ich hab ihn doch geschlagen. Das habt ihr doch alle gesehen. Jetzt komme ich da nicht durch, verdammt. Ah doch, komm ich. Das gibt's doch nicht, jetzt habe ich zu lange gewartet. Okay, hier ist nichts. Ich brauch dich. So. Ja, genau. Und rein. Alter. Boah, hallo. Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt mach den Danke. Bisschen Münzen sammeln. Führen ab. Haben ja nicht so viele wegen der Scheiße im letzten Part. Och. Du bist lustig. So. Och, komm schon. Danke. Und ja, das war das Ende des Levels. Wenn ich jetzt sterbe. Und wieder ein Pilz. WTF, das ist doch scheiße, aber scheißegal. Wir gehen jetzt einfach zum Castle. Da schon die Sprechblase help.
Ich helfe dir, Prinzessin. Ja. Und der Arme hat sich in eine... Was ist das? Die Spinne? Ja, hat sich in eine Spinne verwandelt. Und wir müssen ihn wieder zurückverwandeln. Ab aufs Schiff. Immer über den Anker. Die Kupferlänge sollte man lieber besser aufpassen, dass Mario nicht immer so leicht hochkommt. Und ich sollte besser aufpassen, dass ich nicht sterbe. Oh Gott, ich wusste doch, da falle ich runter und er schießt mich ab. Und ich wollte noch abbremsen. Ach, jetzt fliegt das Schiff weg. Genau. Das Alte muss ja auch mal irgendwann eingesetzt werden. Dann habe ich es wenigstens mal im Let's Play gezeigt. Dann sehen wir hier schön den Levelverlauf. 100 Punkte. Ich möchte jetzt hier auch nicht alles überfliegen. Ungern. Ach komm, ich wechsle zur Blume. Ist doch lame, wenn ich hier die ganze Zeit nur das Level überfliege. Das macht doch mehr Spaß jetzt richtig zu zocken, anstatt hier nur drüber zu fliegen und sich alles ansehen. Und da sind wir beim Kupferling. Wer ist es? Es ist Morten. Ach, fuck. Man kann ja auf die Panzer drauf. Also, nimmt da keinen Schaden. Und der Wichser ist gestorben. Obwohl, ich mag Morten eigentlich. Ich zock ihn auch relativ oft in Mario Kart 8. Ja, bitte sehr. Habe ich gern gemacht. Und wieder ein Brief von der Prinzessin. You can stomp on your enemies using Goomba's shoe. I have enclosed a jewel that helps protect you, Princess Toadstool. Okay. Dritte Welt. Die Röhre führt bestimmt da zu dem verschlossenen Schloss. Ach, damit können wir ein Level überfliegen, also echt überspringen. Haben wir aber nicht. Weil wir übelst geil sind. Hier gibt's ein Item, wenn man hier runter schwimmt. Das wusste ich noch. Oh Gott. So ein scheißer Bauch. Ach, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich habe auf die Zeit geguckt. Und die Kamera macht wieder Scheiße. Pilzi, yay, mögen dich alle. So, und jetzt konzentrieren. Kontenance. knapp. Wow. Da gibt's ein Item, ne? Ach, scheiß drauf. Oh, fuck. Oh. Und er folgt mir noch, der Blooper. Ich glaub's nicht.
Kisten ab. Super, das können wir gut gebrauchen. Für die Fails im letzten Part, das ist das Ziel. Yes, und der Blooper hat mich nicht erwischt, der Bastard. Jo, Stern, ein ab. Geil.